Es war eine Minute nach acht. Guck mal, die Jungs haben uns einen Pool gebaut. So sieht's aus. Ja, du hast ja gestern darüber geklagt, dass du einfach keine Termine im Schwimmbad hier in Berlin bekommst. Ja, ich gedacht, ach, komm. Schlimmer als beim Bürgeramt. Mensch, ich erbarme mich. Zusammen mit dem Kollegen Haunerland haben wir alles dran gesetzt, dir das Schwimmbad hier ins Studio zu holen. Ja, damit du dich zwischendurch mal abkühlen kannst, da ist ein bisschen Wasser drin. Ich fürchte nur, bevor ich dazu komme, bevor es meine Abkühltemperatur hat, die so ungefähr bei 25 Grad liegt, die es noch nicht erreicht hat, hat Bertha das Zeug schon ausgeschlabbert. Hast du aber einiges schon rausgetrunken, meine Liebe. Aber bist du glücklich? Macht es dich glücklich? Eben waren es noch, nee, da muss noch ein bisschen. Wie man Kannst du mal macht, irgendwie einen Tauchsieder oder sowas rein? Guck mal, jemand hatte eine ziemlich gute Idee. Mhm. Unser Coolman, ja, der war unterwegs, um die Leute abzukühlen bei diesen Temperaturen. Ja. Es ist heute ja wahrscheinlich der bisher heißeste Tag des Jahres. Gestern war es auch schon unfassbar heiß. Na komm. Und er wollte die Leute abkühlen. Aber die wollten das irgendwie nicht. Guck doch mal, ist ein bisschen kalt. Oh, dich schockt auch gar nichts, ne? Oh, ist der heiß. Das wäre doch das Perfekte für heute, oder? So einen schönen Bienenstich von Lin. Ha? Ja, du bist auch so ein Kuchentyp, ne? Hab ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du bist der Typ Proteinjoghurt. Ja, auch das. Kuchen nur dann, wenn er wirklich schmeckt. Okay, aber der von Lin gelingt immer und hier ist Bienenstich mal anders. Spannender Typ. Oder? Jetzt geht es zusammen mit Lukas Haunerland um das Thema Eis. Ja, was willst du sonst essen bei dem Wetter heute? Ja, das ist korrekt. Die Frage ist nur, nimmst du normales Eis oder Proteineis? Sind ja mittlerweile in allen Kühlregalen diese Proteinpackung meist teurer, aber die Hälfte der Kalorien. Mhm. Aber das ist ja total irre. Also von Proteinjoghurt wusste ich und ich gehe auch häufiger einkaufen, aber dieses Proteineis. Aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Das ist jetzt kein Spruch. Sie sind wirklich echt Geschmacksalternativen. Also das ist wirklich nicht mehr so wie früher, dass das dann so ekelhaft künstlich schmeckt. Es schmeckt wirklich gut. Du isst viel mit Protein, ne? Wir können das hin und wieder direkt testen. Ich habe euch mal drei Eis dahingestellt. Und wir geben dir dann Erdnussbutter und ihr sagt mir bitte, ist das Proteineis oder richtiges Eis? Also Proteineis ist per se erstmal gesünder, muss man sagen, oder? Weniger Zucker. Weniger Kalorien, weniger Zucker, weniger Fett. Mehr Eiweiß. Also ich würde sagen, so das hier ist hinten raus fehlt ein bisschen, finde ich. Das ist immer so hinten raus, dieses Zuckergefühl, dieses Süße fehlt dann immer so ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, ist Proteineis. Ein bisschen pelzig im Kern. Das ist total Proteineis. Proteineis ist auch richtig in dem Fall. Boah. Aber es schmeckt nicht schlecht. Was? Also, es geht. Ich finde es fürchterlich. Ja, aber auch wahrscheinlich, weil du keine Haselnuss magst. Das zweite wäre jetzt Mandel und Keks. Das war Erdnuss. Mandel und Keks. Mandel und Keks. Aber Erdnuss meine ich ja. Sind auch alles so fancy Sorten mittlerweile. Mm. Protein oder normales Eis? Das schmeckt gut. Aber es ist trotzdem zu wenig Zucker, glaube ich. Nee, das ist ein klassisches oder? Eis. Meinst du? Würde ich sagen. Aber die Sorte schmeckt mir einfach nicht. Mm. Ich würde sagen, es ist ein normales Eis. Mir schmeckt es total gut und würde trotzdem sagen, es ist Protein. Klassisch. Es ist normales Eis. Ja. Oh. Ja. Mit 260 Kalorien. Ja. Also in dem Verhältnis 120 zu 260. Und jetzt Schoki zum Schluss. Mm. Und jetzt kommt ein Double Choc. Okay. Also doppelt Schokolade. Das Wort Schokolade mit Eis in Verbindung ist auch out. Funktioniert immer. Die Frage Protein oder normal? Hoffentlich mit Zucker. Ja, wobei Schoko ist so intensiv. Ja. Nee, normal oder Protein? Ich würde auch sagen, es ist Protein. Aber es schmeckt trotzdem gut. Und es ist Proteineis. Und das finde ich auch, das war jetzt das Beste. Also bei Schokolade finde ich, da geht's. Wenn du so Cream and, Keks und sowas hast, da wird es kritisch. Bei den klassischen Sorten kann man auf Protein gehen. Es geht dann auch oft um den Abgang. Das ist dann hinten raus so ein bisschen so diese Geschmacksexplosion. Ich glaube, dadurch, dass ihr echt das Zeug euch sowieso schon reinpfeift und daran gewöhnt seid, geht euch ab dieser geile Eisgeschmack. Und also natürlich, ich bin intim normales Eis. Ja, hast ja recht. Aber im direkten Vergleich hast du natürlich auch nochmal den extremen Unterschied. Mm. Wenn du dann nur Proteineis isst, dann finde ich, geht's. Und was man auch sagen muss, Proteineis ist leider immer noch scheißen teuer. Ne? Also das kostet das Doppelte teilweise, ja. Also das ist auch Marketing. Was soll das denn dann? Hier. Wer tut's dann? Ja, hier. So schön, der heißeste Tag des Jahres. Der heißeste Tag, ja, die wachsen und wachsen und wachsen. Und gefühlt hören die gar nicht mehr auf zu wachsen. Die Muskeln? Mhm. Ach, die Haare? Ja. Was denn? Ja, die auch. Alles. Es wächst. Wo soll das noch rennen? Okay, die Hitze, nur die Hitze kannst du vielleicht aufhalten. Also, und Coolman. Ich finde ja, dass du heute sehr nett zu mir sein solltest, weil ich zusammen in gemeinsamer Arbeit das mit stimmt. Lukas hier diesen den Pool aufgestellt habe. Weil du keinen Platz in deinem Schwimmbad bekommst. Ich bin auch froh, dass du so viel Lungenvolumen hast, weil du so viel Protein hast. Ich werde hier, komm, auch das wächst das, liebe wächst. Ich werde hier nicht ernst genommen. Nee, pass auf, ich finde es ganz toll. Vielen, vielen Dank. Coolman zeigen wir ihn jetzt. Ja. Der wird allerdings auch nicht so richtig ernst genommen auf der Straße, obwohl er nur helfen wollte. Was ist bloß los?
glauben, dass Sonnenbräune besonders gesund sei und das wäre nicht so gut. Also aufpassen, man wird sehr schnell rot. Und aufs Trinken achten, ne, dass man hier nicht austrocknet oder einen Hitzeschlag bekommt. Das passiert doch schnell. Und kein Alkohol am Tag, bitte. Ach Mensch, du kannst aber auch alles vermiesen. Ja, schön, dass du da warst. Komm, und ich springe jetzt rein, oder? Ina, du hast es so liebevoll vorbereitet, zusammen mit Ina. Ina hat ja einen Beach-Look heute so ein bisschen. Ja, genau. Ja, es geht ja darum, endlich mal eine Abkühlung zu beschaffen, weil aber, du ja keine Termine in deinem Schwimmbad bekommst. Weißt du noch, Ina, als wir mal zusammen schwimmen waren und dir war das Wasser zu kalt? Ja, ey, 20 Grad ist zu kalt, definitiv. Und deswegen, finde ich, kriegst du jetzt hier von uns heute... Oh, wir haben noch eine halbe Minute. Wir haben noch eine halbe Minute? Machst du es wirklich? Ja, klar mache ich das. Ey, der Bucky ist echt fies. Ja, ja, mal. Nicht, dass du untergehst. So. So, jetzt würdigst du hier unsere Abkühlung. Jetzt wird da ein Schuh draus. 5:30 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.